Kaum ein Land gilt als so sicher und friedlich wie der Inselstaat Island. Statistisch gesehen gibt es 1,8 Morde im Jahr. Doch viele Jahre vergehen immer wieder, in denen kein einziger Mensch in Island getötet wird. Es ist das einzige Land in der NATO, das keine Armee hat. Und auch wenn der Waffenbesitz in der Bevölkerung hoch ist, werden diese nur zur Jagd eingesetzt. Die Polizei in Island ist nicht bewaffnet. Und die Lögreglan, die isländische Polizei, ist mehr für ihre Social-Media-Präsenz bekannt als für echte Einsätze. Auf ihren Instagram-Bildern posieren sie mit Eis, Katzen oder Kindern. Es gibt keine Mordkommission auf der Insel und kein Anwalt hat sich nur auf Strafrecht spezialisiert. Die Kinder wachsen mit einem Gefühl der Sicherheit auf. Niemand schließt in Island die Haustüren ab. Es ist normal, mit Fremden zu reden und jeder hilft jedem, ganz gleich, ob man sich kennt. Doch all das ändert sich im Jahr 2017. Es ist das Jahr, in dem das Verbrechen an Birna Bjarnsdottir das ganze Land erschüttert und das Denken der Isländer verändert. Es ist Samstag, der 14. Januar 2017. Kurz nach 5 Uhr morgens, als eine junge Frau durch die leeren Straßen Reykjaviks geht. Es ist tiefster Winter und die Sonne scheint in diesen Tagen nur 5 Stunden. In den anderen Stunden beleuchten viele Straßenlaternen die Fußgängerzone der Hauptstadt. Die junge Frau wird von Überwachungskameras aufgenommen. Sie schwankt, ist betrunken, kauft sich noch eine Falafel Pita in einem Imbiss und rempelt einen Fußgänger an, der ihr auf der Straße entgegenkommt. Sie hat rötliche lange Haare und trotz der kalten Temperaturen hat sie ihre Fleecejacke offen. Sie trägt eine schwarze Jeans und an den Füßen Doc Martens. Es ist die 20-jährige Birna Bjarnsdottir, eine lebenslustige junge Frau, die als Verkäuferin in einem Modegeschäft arbeitet. Sie hat überlegt zu studieren, ist dann aber doch verworfen, weil sie lieber Zeit für ihre Freunde und Partys haben will. Auch am Abend des 13. Januars haben sie sich zum Feiern verabredet. Nachdem Birna ihre Schicht beendet hat, trifft sie sich zuerst mit ihren Freundinnen in einer Kneipe. Sie trinken vor und spielen Karten. Danach gehen sie weiter ins Hyra, einem Indie-Club, in dem sie ausgelassen tanzen. Um 2 Uhr verabschieden sich ihre Freundinnen, die nach Hause gehen. Birna will noch bleiben. Für Isländerinnen ist es nicht ungewöhnlich, allein in der Nacht durch die Straßen zu gehen. Sie kennen nicht das Gefühl, dass im Dunkeln eine Gefahr lauert. Im Gegenteil. In Facebook-Gruppen verabreden sich Unbekannte zu Mitfahrgelegenheiten und es ist nicht ungewöhnlich, dass man nach Partys zu Fremden mit ins Auto steigt, die einen mitnehmen. Als der Club um 5 Uhr schließt, tritt auch Birna ihren Heimweg an. Die Überwachungskameras, die sie dabei aufnehmen, filmen die letzten Minuten ihres Lebens. Am 14. Januar erscheint Birna nicht zu ihrer Schicht. Das ist ungewöhnlich für sie, denn auch wenn sie am Abend vorher feiern war, ist sie zuverlässig und pünktlich. Doch noch ungewöhnlicher ist es, als Birnas Kollegin Maria sie versucht zu erreichen. Ihr Handy ist aus. Dabei ist die 20-Jährige immer zu erreichen. Sie legt ihr Handy quasi nie aus der Hand und nimmt überall hin ein Ladekabel mit. Maria versucht die Freundin zu erreichen, mit denen Birna die Nacht zuvor feiern war, doch sie hat bei keiner übernachtet und auch bei ihrer Mutter oder ihrem Vater, die getrennt leben, ist sie nicht. Panik bricht bei ihrer Familie und ihren Freundinnen aus. Am Samstagnachmittag erstattet ihre Mutter Sila Vermisstenanzeige bei der Polizei in Reykjavik. Doch große Sorgen machen sie sich nicht. Viele Jugendliche und junge Erwachsene reisen aus oder übernachten bei jemandem. Wenn es Gewaltverbrechen in Island gibt, dann kennen sich meist Opfer und Täter. Es sind Beziehungstaten. Und in Birnas Umfeld gibt es niemanden, der dafür in Frage käme. Ohne zufriedenstellende Antworten muss Sila die Wache wieder verlassen. Sie weiß, dass ihre Tochter nicht einfach ausreißen würde. Und selbst wenn Birna irgendwo anders übernachtet, gibt sie immer Bescheid. Am Samstagabend verfasst Birnas Mutter einen Post bei Facebook, dass ihre Tochter verschwunden ist. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich der Post wie ein Lauffeuer und wird tausendfach geteilt. Doch niemand hat Birna gesehen. Er setzt aber auch die Polizei unter Druck, dass vielleicht doch etwas Schlimmes passiert sein könnte. Zögerlich beginnen sie mit ihren Ermittlungen.
Am Sonntagmorgen haben sie einen ersten Hinweis. Birnas Handy wurde am 14. Januar um 5.15 Uhr das letzte Mal in der kleinen Hafenstadt Hafnarfjörður, 20 Minuten südlich von Reykjavik, geortet. Seitdem hat sie es entweder ausgestellt oder es ist kaputt gegangen. Birnas Familie und ihre Freunde fahren zum Hafen. Sie suchen das Gebiet ab, klopfen bei Einheimischen an der Tür. Doch es gibt keine Spur zu Birna. Sie wissen nicht, dass am Samstagnachmittag dort in der kleinen Hafenstadt ein Fischtrawler losgefahren ist. Die Polar Nanook. Das Schiff ist nun mitten auf dem Atlantik, mit Kurs auf Grönland, weit weg von Reykjavik. Eigentlich wollte die Polar Nanook schon einen Tag eher losfahren, doch zwei Crewmitglieder hatten sich verspätet. Die beiden Grönländer Nikolai Olsen und Thomas Möller Olsen, die zwar denselben Nachnamen tragen, aber nicht verwandt sind. Die beiden arbeiten schon länger auf der Polar Nanook und waren bereits mehrmals in Reykjavik. Jedes Mal, wenn sie Halt machen, mietet sich dort Thomas ein Auto für die Tage. So auch am Freitagabend, den 13. Januar 2017. Nikolai verbringt den Abend in zahlreichen Kneipen und Pubs. Sein Kollege Thomas kommt später mit seinem Mietwagen hinterher. Sie trinken Unmengen an Bier und Jägermeister Red Bull, bis Nikolai in einer Bar rausgeschmissen wird, weil er am Tisch eingeschlafen ist. Gegen 5 Uhr morgens steigen sie in den Mietwagen von Thomas. Eine Stunde später sieht ein Seemann, wie Nikolai auf die Polar Nanook wankt. Gegen Mittag kehrt auch Thomas zurück aufs Schiff. Er schmeißt noch seine Sachen in die Waschmaschine und macht sie an, bevor er sich in seine Kabine legt. Am Samstagnachmittag haben beide ihren Rausch ausgeschlafen. Ihre Kollegen scherzen noch, ob sie Frauen aufgerissen haben. Doch Nikolai kann sich nicht mehr genau an den Vorabend erinnern. Zu viel Alkohol ist geflossen und die Erinnerungen sind verschwommen. Der Kapitän ist nicht begeistert. Den Crewmitgliedern ist es verboten, sich in der Stadt zu betrinken. Mit einem Tag Verspätung fahren sie schließlich los auf den Atlantik, um Makrelen, Kabeljau und Halbutt zu fischen. Sie sind weit weg vom Trubel in Island, in dem das Verschwinden von Birna bald die landesweiten Medien bestimmt. Ohne Verdachtsmomente, dass ein Verbrechen vorliegt, hält sich die Polizei in ihren Ermittlungen weiterhin bedeckt. Doch die isländischen Medien sind am Sonntagnachmittag auf das Verschwinden der 20-Jährigen aufmerksam geworden. Sie haben ihre Mutter kontaktiert, die bereit ist, Interviews zu geben. Am Sonntagnachmittag berichten die beiden größten isländischen Nachrichtensender von Birnas Verschwinden und zeigen die verzweifelte Mutter, die an die Bevölkerung appelliert. Birna würde nicht einfach so allein verschwinden. Für mich ist ziemlich klar, dass sie in Gefahr ist. Wenn Sie Birna gefangen halten, bitte lassen Sie sie frei. Nachdem die isländischen Fernsehsender das Interview mit Birnas Mutter ausgestrahlt haben, ist nur noch die Polizei in Reykjavik im Zugzwang. Kriminalhauptkommissar Grímur Grímsson wird dem Fall zugeteilt. Er ist zwar einer der erfahrensten Polizisten im Land, doch mit Mord kennt auch er sich nicht aus. Suizid schließt ihre Familie aus. Birna ist ein lebenslustiger Mensch, die weder Drogen nimmt noch psychische Probleme hat. Außerdem plante Birna in 2 Monaten mit ihren Freundinnen nach New York zu fliegen, worauf sie sich sehr freute. Auch ein Unfall kann ausgeschlossen werden. Schließlich musste sie für den Nachhauseweg vom Club nur durch die Reykjaviker Innenstadt und im Krankenhaus wurde sie nicht eingeliefert. Auch ihre privaten Kontakte werden überprüft. Ihre Mutter fürchtet, dass Birna vielleicht über Tinder jemand kennengelernt hätte, doch nichts bringt die Polizei weiter. Überall an den Geschäften der Hauptstadt werden die Suchplakate von Birna geklebt. Freiwillige Suchtrupps organisieren sich und Spürhunde nehmen Duftproben, wodurch der Heimweg von Birna rekonstruiert werden kann. Sie ging die belebte Shoppingmeile von Reykjavik entlang, eine der wenigen Straßen, die videoüberwacht sind. Im Gegensatz zu anderen europäischen Hauptstädten gibt es in Reykjavik nur wenige Überwachungskameras auf öffentlichen Straßen. Die Isländer sind der Meinung, sie bräuchten so etwas bei sich nicht. Doch die Polizei hat Glück. Eine der wenigen Kameras hat Birna auf ihrem Nachhauseweg aufgenommen. Sie sehen, wie sie betrunken durch die beleuchtete Hauptstraße geht, bis sie um 5.25 Uhr schließlich abbiegt. Dort endet die Kameraüberwachung und auch die Spürhunde stoppen hier. Doch die Polizei sieht noch etwas auf den Kameras. Nur 30 Sekunden später biegt ein roter Kia Rio in dieselbe Straße ein, in die Birna geht. Doch das Nummernschild ist auf den Aufnahmen zu verpixelt, um es zu erkennen.
und in der Fahrzeugdatenbank gibt es 100 Autos desselben Modells in derselben Farbe in Island. Am Montag, den 16. Januar 2017, hält die Polizei eine ihrer wenigen Pressekonferenzen ab. Grímur Grímsson sagt dabei: "Ich möchte dies als eine Suche nach einer lebenden Person verstanden wissen." Doch auch intern gibt es die ersten Vermutungen, dass der 20-Jährigen etwas Schreckliches zugestoßen ist. Die Polizei veröffentlicht die Überwachungsaufnahmen von Birna auf ihren Social-Media-Kanälen. Fast kein Land auf der Welt hat so eine hohe Begeisterung für das Internet wie Island. Nahezu jeder nutzt täglich Social-Media-Kanäle und so verbreiten sich die Bilder von Birna und dem roten Kia schnell in ganz Island. Zeitgleich machen sich zwei Brüder in der kleinen Hafenstadt, in der Birnas Handy das letzte Mal geordnet wurde, auf die Suche nach ihr. In einem eingezäunten Bereich mit Öltankern machen sie eine wichtige Entdeckung. Sie finden ein paar Schuhe. Es sind Doc Martens, wie Birna sie trug. Taucher suchen das Meer ab und drohen in Kreisen über dem Hafen auf der Suche nach Birna. Doch sie finden die 20-Jährige nicht. Zugleich sichtet die Polizei die Überwachungsaufnahme am Hafen. Sie haben Erfolg. Am frühen Morgen des 14. Januars nehmen die Kameras auf, wie ein roter Kia vor der Polarnanok hält. Ein betrunkener Mann steigt torkelnd aus. Dann fährt das Auto wieder. Auf diesen Aufnahmen kann man diesmal allerdings das Kennzeichen erkennen. Es führt Grímur Grímsson zu einem Autoverleih. Dort finden sie heraus, dass der Wagen bis zum Mittag des 14. Januars an einen grönländischen Fischer vermietet war. Seitdem hat eine junge Familie den Wagen. Die Polizei beschlagnahmt das Auto. Es ist stark gereinigt und die Familie sagt aus, dass sie extrem beißenden chemischen Geruch im Wagen wahrnahm. Die Spurensicherung untersucht den Kia und entfernt die Sitzpolster. Überall darunter befinden sich hastig weggewischte Blutspritzer. Unter der Sitzbank befindet sich sogar eine Blutlache. Die Polizei muss die Blutproben zusammen mit Birnas DNA ins Labor nach Schweden schicken, denn Island hat kein forensisches Labor. 26 Stunden später haben sie die traurige Gewissheit. Es ist Birnas Blut. Dank der Autovermietung hat die Polizei auch den Namen des vorherigen Mieters und mutmaßlichen Mörders von Birna. Es ist Thomas Möller-Olsen. Doch dieser ist bereits wieder auf dem Atlantik, weit weg von Reykjavik. Der Polizei wird mittlerweile klar, dass sie es mit einem Fall zu tun haben, der alle bisherigen Dimensionen sprengt. 3 Tage nach Birnas Verschwinden beginnt die Jagd nach dem mutmaßlichen Mörder, der mitten auf dem Atlantik ist und sich nicht mehr im isländischen Staatsgebiet aufhält. Für Grímur Grímssons Team ist das eine große logistische und diplomatische Herausforderung. Gleichzeitig spielt auch die Zeit gegen sie. Je länger die Crewmitglieder Zeit haben, desto mehr Möglichkeiten haben sie, Beweismittel verschwinden zu lassen oder sich abzusprechen. Da die Polarnanok Kurs Richtung Grönland hat, wird die dänische Polizei informiert, die ihre Spezialeinheit auf ein dänisches Kriegsschiff fliegt, um die Polarnanok zu stoppen. Gleichzeitig bricht bei Thomas Möller-Olsen auf der Polarnanok Panik aus. Ein isländischer Reporter hat herausgefunden, dass das Schiff mit dem Verschwinden von Birna in Verbindung gebracht wird. Er hat die Facebook-Gruppe der Besatzung gefunden und den Crewmitgliedern Nachrichten geschickt, wer von ihnen einen roten Kia Rio gemietet habe. Die anderen Crewmitglieder beschreiben, dass Thomas nach dieser Nachricht blass und unruhig geworden sei. Auch der Kapitän der Polarnanok hat bereits mitbekommen, dass sein Schiff im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Birna stehen soll, und er reagiert geistesgegenwärtig. Er ändert seine Route und fährt zurück nach Island. Der Crew erzählt er hingegen, dass es einen Motorschaden gäbe. Auch für die Polizei sind das gute Neuigkeiten, dass sie so einfacher einen Zugriff durchführen können, ohne die Beteiligung der dänischen Einsatzkräfte. Gleichzeitig stellt der Kapitän der Polarnanok das WLAN auf dem Schiff aus, sodass sich kein Tatverdächtiger durch Medienberichte über den Fall informieren kann. Kurz vor der isländischen Küste rücken die Helikopter aus, die auf dem Schiff landen. Es ist die einzige bewaffnete Spezialeinheit, die Viking Squad, die eigentlich zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird. Nikolai Olsen und Thomas Möller-Olsen werden noch auf dem Schiff festgenommen und für die 12 Stunden, die Polarnanok bis zum Hafen in Island braucht, getrennt weggesperrt. Thomas bricht in dieser Zeit zusammen. Nikolai verhält sich hingegen unauffällig.
Die Kajüten der beiden Männer werden durchsucht. In Thomas' Kabine werden sie fündig. Sie finden nicht nur 23 Kilogramm Hasch bei ihm, sondern auch Birners Führerschein in seinem Mülleimer. Währenddessen verfolgt ganz Island den Fall in der Presse und auch die internationalen Medien haben das Verschwinden von Birna aufgegriffen. Es überschlagen sich die Spekulationen, was mit ihr passiert ist, ob sie noch lebt oder bereits tot ist. In der Bevölkerung und vor allem unter jungen Isländerinnen macht sich Angst breit. Es ist eine Angst, die viele Frauen auf der ganzen Welt kennen, doch die bis dato den Isländerinnen fremd war. Eine junge Frau verschwindet nachts auf dem Nachhauseweg. Täter und Opfer scheinen sich nicht zu kennen. Somit hätte es jede von ihnen treffen können. Als am Mittwochabend um 23 Uhr die Polarnanok im Hafen einfährt, ist das gesamte Gebiet weiträumig abgesperrt. Die Presse beschreibt die Szene später, dass sie das Gefühl hatten, dass jeder Polizist und jedes Polizeiauto Reykjaviks an diesem Abend vor Ort ist. Es ist ein Großaufgebot der Polizei, das es vorher noch nie in diesem Maße in Island gab. Die Polizei befragt beide Tatverdächtige getrennt. Nikolai Olsen sagt aus, dass er in der Nacht des Verschwindens von Birna stark betrunken war. Er kann sich nicht mehr an viel erinnern, nur dass zwei Frauen in ihrem Mietwagen eingestiegen wären. Doch er ist auf dem Weg zum Hafen eingeschlafen, wo ihn Thomas gegen 6 Uhr abgesetzt hatte. So wie es auch die Überwachungskameras zeigten. Thomas Möller Olsen hingegen sagt aus, dass eine der Frauen Birna war. Thomas und sie hätten sich geküsst und nach einer Stunde hätte er die beiden Frauen an einem Kreisverkehr rausgelassen. Doch je länger Thomas befragt wird, desto mehr Lücken und Ungereimtheiten gibt es in seinen Aussagen. Er kam erst am Mittag zurück zum Schiff und nicht eine Stunde später. Thomas meint daraufhin, er hätte im Auto geschlafen. Doch der Kilometerstand zeigt, dass er eine lange Strecke gefahren sein musste. Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass er Reinigungsmittel an diesem Vormittag gekauft und sein Auto gereinigt hat. Thomas erklärt hingegen, es sei Erbrochenes gewesen. Doch die forensische Untersuchung hat riesige Blutlachen im Auto entdeckt. Eine medizinische Untersuchung von Thomas zeigt außerdem, dass er zahlreiche Kratzer hat, die auf einen Kampf hindeuten. Er rückt immer mehr in den Fokus der Ermittlungen, doch von Birna fehlt immer noch jede Spur. Sie lebt vielleicht doch noch oder ist längst tot. Doch wenn ja, wo ist ihre Leiche? In den nächsten Tagen beginnt die größte Suchaktion, die es jemals in Island gab. Mehr als 800 Freiwillige unterstützen die Küstenwache, die mit Booten, Fahrzeugen und Helikoptern südlich von Reykjavik nach der 20-Jährigen suchen. Tagelang suchen sie unermüdlich nach Birna. Der Einsatzleiter der Suche sagt später über die unermüdliche Mühe der Freiwilligen: Sie könnte unsere Schwester, unsere Tochter sein. Das wurde unser Mantra. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der wir tolerieren, dass eine 20-Jährige nachts entführt wird. Am 22. Januar hat ganz Island schließlich traurige Gewissheit. Birna ist tot. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera ist über die steinige Küste von Reykjanes, eine kleine Halbinsel südlich der Hauptstadt, geflogen. In der Nähe des orangefarbenen Leuchtturms ist die nackte Leiche der 20-Jährigen angespürt worden. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Birna zahlreiche Verletzungen im Gesicht aufweist. Sie wurde gewürgt und geschlagen. Ob sie vergewaltigt wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden. Allerdings lebte sie noch, als sie ins Meer geworfen wurde. Birna ertrank. In den Tagen nach dem Fund von Birnas Leiche steht ganz Island still. In der gesamten Bevölkerung herrscht Trauer und Anteilnahme. In der Straße, in der Birna das letzte Mal lebend gesehen wurde, gingen 10.000 Menschen für eine Mahnwache auf die Straße. Bei Birnas Beerdigung nehmen 2.000 Menschen von ihr Abschied. Der Präsident und der Premierminister sind anwesend. Die Fahnen im ganzen Land wehen auf Halbmast und selbst die Kamerateams, die live von der Beisetzung berichten, brechen in Tränen aus. Im August 2017 beginnt der Prozess wegen des Mordes an Birna Bjarnsdottir unter einem riesigen internationalen Medienrummel. Doch nur ein Mann steht vor Gericht. Er wird mit einem Handtuch über den Kopf in den Gerichtssaal geführt. Es ist Thomas Möller Olsen. Dass sein Crewmitglied Nikolai Olsen ebenfalls am Mord beteiligt war, kann die Polizei nicht nachweisen. Seine Aussagen stimmen mit den Überwachungsaufnahmen überein.
Im Gegensatz dazu stehen die belastenden Beweise gegen Thomas Möller-Otzen. Auf seinen Schnürsenkeln wurde die DNA von Birna gefunden. Auf seiner Jacke war Blut von ihr und auf dem Führerschein von ihr befanden sich Fingerabdrücke von ihm. 9-mal wurde Thomas Möller-Otzen im Vorfeld befragt. 9-mal erzählte er dieselbe Geschichte. Er hätte die beiden Frauen an einem Kreisverkehr rausgelassen und dann den Wagen gereinigt, weil Erbrochenes drin war. Umso erstaunter sind alle, als Thomas Möller-Otzen im Prozess eine ganz andere Version präsentiert. Angeblich sei nicht Nikolai am Hafen ausgestiegen, sondern er selbst. Nikolai sei damit Birna weggefahren und erst später zurück zum Hafen gekommen. Doch die Beweise gegen ihn sind belastend. Thomas Möller-Otzen wird zu 19 Jahren Haft wegen des Mordes an Birna und wegen Drogenschmuggels verurteilt. Sein Anwalt legt zwar Berufung ein, doch diese wird 2019 abgelehnt. Seitdem muss er seine Strafe in Dänemark verbüßen. Birnas Mord ist ins kollektive Gedächtnis der Isländer eingegangen und hat das Denken und Handeln im Land verändert. In Reykjavik gibt es mittlerweile mehr Überwachungskameras. Das Argument, dass Überwachung in Island nicht nötig sei, ist nach ihrem Tod hinfällig. Außerdem gibt es mittlerweile extra Mitfahrgelegenheiten nur für Frauen. Aber vor allem das Denken junger Frauen hat sich in Island verändert. Sie gehen zwar immer noch aus und feiern in den Kneipen Reykjaviks, doch die Unbeschwertheit, die sie vorher hatten, ist weg. Die Angst ist nun ihr ständiger Begleiter.